Traditionell waren die Amerikaner immer auf Seiten der Araber gewesen, schon im Interesse von US-Konzernen wie Standard Oil. Im Suezkrieg hatten sie Ägypten gegen Israel unterstützt, nun aber wechselten sie zwar nicht militärisch, aber doch moralisch die Seiten. Und das, obwohl Israel ein amerikanisches Kriegsschiff versenkt hatte, die USS Liberty. Für die Araber bedeutete der Sechstagekrieg eine Abkehr vom pro-westlichen Kurs. Damals hat der radikale Islam Fuß gefasst. Die Muslime dachten, sie hätten den Krieg verloren, weil sie nicht gläubig genug wären. Bald darauf übernahmen die Mullahs auch im Iran die Macht. Dort hatten die Dulles-Brüder 1953 den Schah installiert. Damit hatte sich der Blowback offen manifestiert. Von da an war der Mittlere Osten unser Problem, meint Wright. Lawrence Wright ist übrigens Reporter beim New Yorker und war oft im Mittleren Osten und gilt als Experte in dem Gebiet. Die Feindschaft zu den Mullahs hielten Präsident Reagan und seinen CIA-Chef George Herbert Walker Bush allerdings nicht davon ab, mit gewaschenen Geldern aus dem Iran Waffen für die kontrarevolutionären Contras in Nicaragua zu kaufen. Die USA näherten sich erst wieder in den 80er Jahren an die muslimische Welt an, als Ronald Reagan die Mujahideen in Afghanistan unterstützte, die gegen die sowjetischen Besatzer kämpften. Dies gilt auch als die Geburtsstunde von Al-Qaida. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these Mujahideen, and that's great. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine. You deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. Damit aber wurde der Dschihad nach Pakistan importiert. Zehntausende Schüler in Pakistans Mätressen hätten sich ihr ideologisches Rüstzeug mit Hilfe von Büchern angeeignet, die mit CIA-Geldern gedruckt worden waren, schreibt Ulrich Landurner in der Zeit. Die Universität von Nebraska habe von der staatlichen Hilfsagentur USAID 51 Millionen Dollar erhalten, um Schulbücher zu entwickeln, die den Heiligen Krieg als zentrale Tugend eines jeden Muslims propagierten. 13 Millionen Dschihad-Schulbücher seien verteilt worden. Osama bin Laden kämpfte gegen die Sowjets in Afghanistan. Zusammen mit dem pakistanischen Geheimdienst ISI gründete er Ausbildungslager im Grenzgebiet, unterstützt natürlich mit CIA-Geldern. Dass Osama bin Laden, der sich durchaus in der westlichen Welt bewegen konnte, die 9-11-Anschläge aus einer Hülle in Afghanistan geplant hat, ist natürlich völliger Unsinn. Auch Saddam Hussein hatte die Unterstützung der USA, als er gegen den Iran kämpfte. Das Foto, auf dem er Rumsfeld die Hand schüttelt, hat sich in das Gedächtnis der Welt eingebrannt. Dabei war Saddam ein Gewaltherrscher, der unter anderem rund 5000 Kurden mit deutschem Giftgas töten ließ. In Ungnade fiel er erst nach dem Einmarsch in Kuwait, im Streit um ein Ölfeld. Das verschreckte die islamischen Fundamentalisten, allen voran das saudische Königshaus und damit auch dessen wichtigsten Verbündeten, die USA. Damals versuchte ein junger Araber, eine panarabische Armee gegen Saddam Hussein aufzustellen. Ja, die Rede ist von Osama bin Laden. Die saudische Herrscherfamilie aber wollte den Kampf um Kuwait lieber der US Army überlassen. Präsident George Herbert Walker Bush jedoch musste erst das Wahlvolk daheim davon überzeugen.
mehr noch den Kongress, der die Gelder bewilligen musste, denn Saddam konnte nicht mal eben durch einen Staatsstreich beseitigt werden. Die Sache war gar nicht so einfach. Kuwait, eine winzige, aber ölreiche Enklave zwischen dem Irak und Saudi-Arabien, ist eine Monarchie, kontrolliert von der Al-Shabaab-Familie. 3/4 der Bevölkerung sind rechtslose, ausländische Fremdarbeiter. Frauenrechte gibt es keine. Um das Image des Emirats aufzupolieren, engagierte der Herrscher 20 PR-Firmen aus den USA, darunter die Renton Group, die alleine $100.000 pro Monat bekam, so John Stauber, und Sheldon Rampton in Toxic Sludge is Good for You. Auf Deutsch, deutscher Giftmüll macht schlank. Geleitet wurde die Kampagne von Hill & Knowlton, einer der größten PR-Agenturen der Welt. Hill & Knowlton hatten seit jeher einen guten Draht zur CIA. Das schreibt Susan Trento in The Powerhouse. Robert Keith Gray, Leiter des Washington Büros, rühmte sich, ein Freund nicht nur des ehemaligen CIA-Direktors William Casey zu sein, sondern auch von Sektenführer Yan Kyung-moon, dem die Washington Times gehört. Laut dem früheren CIA-Mann Robert Crowley waren die Auslandsbüros von Hill & Knowlton auch das perfekte Cover für eine expandierende CIA, so Trento. Hill & Knowlton setzten 119 Mitarbeiter an, die Öffentlichkeitsarbeit für Kuwait, von denen viele aus den Regierungsapparaten von Ronald Reagan und George Herbert Walker Bush kamen. Aber auch Demokraten machten mit, wie Frank Mankiewicz, zuvor Pressesprecher von Robert Kennedy und Präsident des öffentlich-rechtlichen National Public Radio und Sohn des Filmemachers Herman Mankiewicz. Hill & Knowlton gründeten die Gruppe Citizens for a Free Kuwait, riefen einen National Free Kuwait Day aus, ließen für Kuwait beten, organisierten Demonstrationen, gaben Briefe aus an Kuwait und an die Medien, kreierten ein Rundfunkprogramm für den arabischen Raum und produzierten Berichte für US-Sender. Für die US Army wurde das Buch Die Vergewaltigung von Kuwait in einer Auflage von 200.000 Exemplaren gedruckt. Der Emir ließ 11,9 Millionen Dollar für die Kampagne springen. Weitere 7,7 Millionen gab Bahrain aus, ein mit Kuwait verbündeter Golfstaat. Das Geld sei über die Frontorganisationen Freedom Task Force und die Coalition for Americans at Risk gelaufen, die schon bei der Iran-Contra-Affäre aktiv gewesen waren. Am 10. Oktober 1990 fand in Washington eine Sitzung des Congressional Human Rights Causes statt, ebenfalls eine Frontorganisation von Hill & Knowlton. Die 15-jährige Kuwaiterin Naira erzählte, sie habe gesehen, wie irakische Soldaten frühgeborene Babys aus Brutkästen holten, die Brutkästen stahlen und die Säuglinge zum Sterben auf den kalten Fußboden zurückließen. Es war die moderne Variante der abgehackten belgischen Babyhände. Die Geschichte wurde oft wiederholt, von Bush, vor dem US-Kongress, vor der UNO. Als ich dort war, kamen irakische Soldaten ins Krankenhaus. Sie rissen die Babys aus den Brutkästen und ließen sie auf dem kalten Boden sterben. Die US-Öffentlichkeit ist schockiert. Befürwortung des Landkriegs steigt von einem 15-jährigen Mädchen aus Kuwait. Sie soll aus Furcht vor Vergeltungsmaßnahmen nicht identifiziert werden können. Das Resultat? Die US-Öffentlichkeit ist schockiert. Die Befürwortung des Landkriegs steigt. Es ist ein Wendepunkt. Dieser Storm wird gestartet. 135.000 Irakis werden getötet. Schätzungsweise 1 Million Irakis. Viele von ihnen Kinder und Alte sterben danach als Ergebnis von 10 Jahren Sanktionen. Dort in Brutkästen. Sie wurden herausgeworfen aus den Brutkästen, sodass Kuwait systematisch ausgeräumt werden konnte. Unter diesem Eindruck stimmt der Kongress mit knapper Mehrheit schließlich für den Krieg. Ortsbesichtigung im Krankenhaus. Die angeblich demontierten Brutkästen waren noch da. Und die zuständige Ärztin antwortet auf die Frage, ob die Iraker die Babys aus den Brutkästen gerissen haben, eindeutig. Aber wie konnte die Lügengeschichte um diese kuwaitischen Brutkästen in die Welt gesetzt werden und die Entscheidung für einen Krieg beeinflussen? Die Antwort findet sich im New Yorker Stadtteil Manhattan, wo die Firma Hill & Knowlton ihren Sitz hat. Erst später stellte sie heraus, dass Naira die Tochter von Saud Nasir al-Sabah war, dem Botschafter von Kuwait, und dass die Story von Hill & Knowlton frei erfunden war.
Im Auftrag der Kuwaitis organisierte Hill & Knowlton eine Werbekampagne für die bedingungslose Zustimmung der amerikanischen Bevölkerung zur militärischen Befreiung Kuwaits. Das Ziel unserer Bemühungen war die Frage, wie kann ich die Leute emotional so weit bringen, dass sie die Vorhaben der UN unterstützen und die Iraker hinauswerfen wollen. Die Lügengeschichte von Hill & Knowlton hatte entscheidend mit dafür gesorgt, dass die Amerikaner den Krieg wollten und die Soldaten nach Kuwait schickten. Doch das war nicht die einzige PR-Lüge. Das Pentagon behauptete, 250.000 irakische Soldaten und 1.500 Panzer stünden an der Grenze zu Saudi-Arabien. Die St. Petersburg Times, die sich die Satellitenbilder ansah, erkannte darauf nur leere Wüste. Als der Feldzug begann, stellte das Pentagon sicher, dass keine unautorisierten Bilder auf die TV-Bildschirme gelangten. Stattdessen zeigte ein neuer Nachrichtensender CNN Bilder eines klinisch sauberen Krieges, in dem nur Präzisionsbomben fielen. Die Zehntausenden toten Iraker sah die Welt natürlich nicht. Was noch dazu kam, ist die Tatsache, dass Saddam Hussein Soldaten bzw. seine Geologen den Kuwaitis auf die Schliche kamen, da diese mittels von Halliburton gelieferter Schrägbohrtechnik vom kuwaitischen Boden aus die irakischen Ölfelder anzapfen konnten. Saddam Hussein bekam davon Wind und nahm sofort Kontakt zur US-Botschafterin in Bagdad auf, April Gillespie. Doch diese versicherte Saddam Hussein: Lieber Saddam, deine Interessen oder deine Probleme mit deinen Nachbarn, die gehen uns nichts an, was Saddam als eine Art Freifahrtschein interpretierte. Schließlich waren die USA in der Vergangenheit ja seine Verbündeten und hatten ihn ja auch 1977 an die Macht geputscht. Doch das sollte sich im Nachhinein als schlimme bzw. tödliche Falle erweisen. Der Pentagon-Chef von Präsident George Herbert Walker Bush, in dessen Verantwortung die Operation Desert Storm fiel, wurde unter Bushs Junior Vizepräsident. Wir sprechen von niemand geringeren als Dick Cheney. Ähnliches passierte in den Balkankriegen. Die kroatische und die bosnische Führung engagierten die PR-Agentur Radar Finn gegen Serbien. Radar Finn-Director James Harf gelang es, die wichtigsten jüdischen Organisationen, B'nai B'rit, die Anti-Defamation League und den American Jewish Congress, auszutricksen, wie er dem französischen Reporter Jacques Merlino stolz erzählte. Wir haben eine einfache Geschichte von Gut und Böse erzählt und wir haben gewonnen, indem wir ein jüdisches Publikum erfolgreich angesprochen haben, sagte Harf ganz stolz. Man habe Worte wie ethnische Säuberung und Konzentrationslager verwendet und mit Bildern an die Gaskammern von Auschwitz erinnert. So wurde etwa ein Foto von Bosnien im Lager hinter Stacheldraht veröffentlicht, das aber von der anderen Seite aufgenommen wurde. Die Bosnier waren also gar nicht eingesperrt. So konnte Harf die Serben mit den Nazis gleichsetzen. Ein erstaunlicher Erfolg. Im Zweiten Weltkrieg hatte Bosnien und Kroatien auf der gleichen Seite der echten Nazis gestanden. Der bosnische Führer Alija Izetbegovic, der die Waffen-SS unterstützt hatte, wollte einen muslimischen Staat nach dem Modell von Pakistan. 1992 hatte Izetbegovic die bosnische Unabhängigkeit von Serbien erklärt, was den Krieg überhaupt erst ausgelöst hatte. Im bosnischen Zenica, auch Klein-Teheran genannt, seien bewaffnete Mujahedin in Pickups herumgefahren, erzählt Thomas Deichmann, ein Journalist in Bosnien. Auch Osama Bin Laden war in Bosnien und brachte Al-Qaida nach Europa. Heute weiß man, dass etwa 60.000 Bosnier getötet wurden. Davon die Hälfte Zivilisten, was bei einer Gesamtbevölkerung von 4 Millionen weit von einem Völkermord entfernt war. Die US-Regierung unterstützte Bosnien, um Serbien, einen Verbündeten Russlands, zu schwächen. Auch mit Hilfe des Psychological Operations Command der US Army, das für psychologische Kriegsführung zuständig ist. Wenige Jahre später wiederholte sich das Szenario im Kosovo. Madeleine Albright sandte den Diplomaten William Walker zur Wahrheitssuche auf dem Balkan und er erzählte CNN-Journalisten von Massakern, unter anderem von einem Massenmord an 20 Lehrern in einem winzigen Dorf namens Racak und von schwangeren Frauen, die ermordet worden seien, deren Bäuche man aufgeschlitzt habe und von gegrillten Föten,
was die Zeit heute als Ente bezeichnet. Walker steckt auch hinter der Mär des Hufeisenplans, einem angeblichen Plan der Serben zur Ausrottung der Kosovaren. Der Los Angeles Times zufolge spielte Walker auch eine wichtige Rolle dabei, den serbischen Staatschef Slobodan Milosevic erst an den Friedenstisch zu zwingen und dann die Luftangriffe der NATO auszulösen, die ohne UN-Mandat erfolgten. Die kosovarische UCK war von den USA zuvor als terroristische Gruppe eingestuft worden. Und nun mutierten ihre Angehörigen zu Freiheitskämpfern. Deutschland unter Rot-Grün setzte in Bosnien und im Kosovo zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg die Bundeswehr ein, bei den Luftschlägen der NATO und im Rahmen der anschließenden KFOR-Mission. Weiters gab es eine Gruppe rund um die gesamten Neocons Rumsfeld, Wolfowitz, Richard Pearl, Dick Cheney, angeführt von einem gewissen Robert Kagan, die eine Denkfabrik ins Leben gerufen hatten, das Project for a New American Century, die im September 2000 mit einem bemerkenswerten Strategiepapier herausgingen, wonach es darum ging, wie man die US-Vormachtstellung in das neue Jahrhundert übertragen könne. Und dazu bedarf es natürlich militärischer Interventionen. Man müsse in den kommenden 10, 20 Jahren mehrere Länder im Nahen Osten destabilisieren, mittels Regime Changes oder Militärinterventionen. Ja, und um das der heimischen kriegsmüden Bevölkerung verkaufen zu können, bedarf es eines katalytischen Events wie ein neues Pearl Harbor. Das Project for a New American Century stellte seinen Betrieb letztendlich 2006 ein. Das Strategiepapier ist aber nach wie vor im Internet zu finden. Interessant sind auch die Aussagen von General Wesley Clark. Er war immerhin Oberbefehlshaber im Jugoslawienkrieg. Und er berichtete, dass er im Pentagon von Leuten angesprochen wurde, dass kurz nach den Anschlägen am 11. September 2001 bereits feststand, dass die US Army in den kommenden Jahren Krieg gegen 7 Länder führen werde. Und das erste Land, das fallen müsse, sei der Irak. I went downstairs, I was leaving the Pentagon, and an officer from the Joint Staff called me into his office and said, I want you to know, he said, sir, we're going to attack Iraq. And I said, why? He said, we don't know. He said, I said, well, did they tie Saddam to 9/11? He said, no. He said, but I guess it's they don't know what to do about terrorism, and so they think, but they can attack states. And they want to look strong, and so I guess they think if they take down a state, it will intimidate the terrorists. And, you know, it's like that old saying, he said, if the only tool you have is a hammer, then every problem has to be a nail. Well, I walked out of there pretty upset. And then we attacked Afghanistan. I was pretty happy about that. We should have. And then I came back to the Pentagon about 6 weeks later. I saw the same officer. I said, Why haven't we attacked Iraq? We still going to attack Iraq? He said, oh, sir, he says, it's worse than that. He said, he pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office. It says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. I said, seven countries in 5 years. I said, is that a classified memo? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. He was about to show it to me. He said, because I want to talk about it. And I sat on this information for a long time, for about 6 or 8 months. I was so stunned by this, I couldn't begin to talk about it. And I couldn't believe it would really be true, but that's actually what happened. Auch im Irakkrieg wollte George W. Bush möglichst viele Alliierte im Boot haben, aus Kostengründen. Aber auch, damit der Krieg nicht wie ein Kreuzzug der USA gegen die islamische Welt aussehen würde. Aber Deutschland, der selbsternannte Hort des Pazifismus, weigerte sich. Nun begann eine Zuckerbrot- und Peitsche-Strategie. Eine gut geölte Propagandamaschine lief an, um die Freunde auf der anderen Seite des Atlantiks davon zu überzeugen, beim Kampf gegen die Achse des Bösen mitzumachen.
Das Pentagon warnte vor Massenvernichtungswaffen, die Neokonservativen verkauften den Irakkrieg als humanitäre Aktion und parallel dazu versuchten amerikanische Medien, Gerhard Schröder und sein Kabinett mittels transatlantischer Intrigen abzusägen. Laut den USA zufolge steckte Saddam hinter der Attacke auf das World Trade Center von 1993 und auch hinter 9/11. Im Study of Revenge geht es um Ramzi Youssef, der für den Anschlag von 1993 verurteilt wurde und den die Autorin für einen Iraker hält. Tatsächlich ist Ramzi ein in Kuwait geborener Pakistani. Paul Wolfowitz, der Vize von Pentagon-Chef Donald Rumsfeld, drängte die CIA, aber die stellte fest, dass nichts dran war. James Woosley, der frühere CIA-Direktor, der heute Vizepräsident bei Booz Allen Hamilton ist, wo Edward Snowden und Richard Pearl arbeiten, hat das Buch gelobt. Der 74-jährige Pearl, dessen Eltern aus der Sowjetunion in die USA flüchteten, wird auch immer gerne Fürst der Dunkelheit genannt. Er sitzt oder saß in mehreren einschlägigen Gremien, darunter das Jewish Institute for National Security Affairs und die Foundation for the Defense of Democracies. Er war auch im Aufsichtsrat beim konservativen Medienimperium Hollinger, das inzwischen in Konkurs gegangen ist. Und er saß im Defense Policy Board, welches das Pentagon in Sicherheitsfragen berät. 2003 beriet Pearl für 750.000 versprochene Dollar die Kommunikationsfirma Global Crossing, die einen Verkauf an chinesische Investoren plante. Aber das Pentagon und das FBI legten Einspruch ein, aus Sicherheitsgründen. Seymour Hersh warf Pearl im New Yorker einen Interessenskonflikt vor. Pearl musste vom Defense Policy Board zurücktreten. Global Crossing ist übrigens einer der Konzerne, deren Ermittlungsakten beim Einsturz des World Trade Center 7 zufällig verloren gingen. Das war nun der erste Teil einer dreiteiligen Serie, wo ich die näheren Umstände zu 9/11 als auch den Folgen zu den Anschlägen genauer erläutern möchte. Hier im ersten Teil habe ich versucht darzulegen, wie es mit der Geschichte aussieht und dass es seit jeher ein massives Interesse von Seiten der Angloamerikaner gab, den radikalen Islam zu instrumentalisieren und zwar zu ihren Gunsten. In Teil 2 werde ich mir den Anschlägen selbst als auch diversen Fakten widmen, die bis dato ein wenig untergegangen sind. So gibt es derer viele Augenzeugen wie Feuerwehrmänner, Polizisten, aber auch Whistleblower wie Michael Springman und viele andere. Sollte euch dieses Video gefallen haben, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ich hoffe, es war da was Informatives dabei und wir sehen uns dann in Kürze bei meinem nächsten Video. In diesem Sinne, alles Liebe, Bussi Baba, Love, Peace and Unity, euer Manu.